Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Minecraft. Ja, weiter geht's. Wir sind hier beim Bahnhof, weil ich da mal checken wollte, wie es mit der Kiste aussieht. Alles voll. Ja, hier ist noch Platz. Okay. Dann gehen wir wieder nach oben. Ich habe einige Crafting-Rezepte schon vorbereitet. Ah, es ist Nacht. Na, blöd. Wieder Start, dann müssen wir gleich mal schlafen gehen. Ich habe in unseren Crafting, wie der auch immer heißt, da noch ein paar Crafting-Rezepte reingetan. Kann man mal schauen. Zwar unten sind die. Zack. Damit wir uns etwas einfacher tun, habe ich hier zum Beispiel ja, die Advanced Solarpanel hatten wir. Dann habe ich ein Hybrid-Solarpanel noch dazu gemacht. Dafür braucht man das Solarium. Hier habe ich ein paar Energiekristalle und so dazu gemacht, damit wir MFE und so bauen können. Overclock habe ich noch mit reingemacht. Diesen Watercans. Solarzelle hatten wir ja schon. Und so weiter, weil wir werden jetzt ein bisschen mehr Strom brauchen für das, was ich vorhabe. Sehen wir hier gleich. Hybrid-Solarzellen craften. Eine habe ich schon gecraftet. Da craften wir uns noch zwei Stück. Sollten eigentlich relativ schnell gehen. Ja, okay, er muss jetzt das ganze Eisen, das erst durchcraften, aber man sieht, geht ja relativ schnell. Wir werden uns gleich eine MFI noch organisieren. Das heißt, wir bauen hier das mal. MFI ist. Wie war ein MFI? Ich muss kurz überlegen. Da war ein Maschinenblock. Auch gleich zwei. Ja, jetzt wird er natürlich länger brauchen, weil er ja das ganze Eisen für die Hybrid-Solarzelle durchschmilzt. Deswegen braucht er etwas länger. Dann war diese Goldkabeln, die ich ja auch schon drin habe. So. Ne, die waren in den Ecken. Und hier waren dann die Energiekristalle. Deswegen habe ich die ja auch schon vorgemacht. So, mach gleich 10 Stück. Die werden wir gleich wieder brauchen. So. Und so. MFE. Brauchen wir eigentlich nur eine, oder? Mama zwei, ne? Schalte ja nicht. Und dann brauchen wir MFSU. Die ging, weiß ich nicht mehr. MFSU. MFE in der Mitte. Labradonkristall Advanced Kreis. Da brauchen wir ein. Da brauchen wir ein. Du kommst in der Mitte und dann brauchen wir Labatronenkristalle. Zwar 6 Stück. Gut, dann einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal und sechsmal. Dann hätten wir das. Dann war hier eben der da und der da. MFSU, wow, Spitze. Da brauchen wir mittel Volt Transformator, das heißt, der war so, so und Maschineblock. Na komm, wir müssen ein bisschen Refinite Eisen vorcraften. Das dauert immer so lange, ne? Mittelvolt und Lowvolt werden wir auch brauchen, ja. LV, vielleicht haben wir noch welche. Nee, haben wir nicht, aber ich weiß, wie der geht. Und zwar geht der Kupfer. Kabel. So. Und wir brauchen Kupfer. Und wir brauchen Holz. Man braucht gleich zwei Stück. Wenn wir eigentlich mehr brauchen, das heißt, wir brauchen noch ein bisschen Kupferkabel. Hopp mal rein, ein Stack da. 4 Stück. Genau. Ja. Ich denke mal, das wird hier rein. Dann habe ich hier noch ein Rezept. Hopper. 6 Stück. Zack. Brauchen wir auch. Und hier. Kompressor. Glowstone. Refinite Eisen. Dreimal Recycler. Passt auch. Dann brauchen wir noch was. Wir brauchen noch Overclocker. Pro Gerät will ich 4 Overclocker. Das heißt 12. Jetzt natürlich ein bisschen dauern, bis er die alle hat, aber man sieht, das macht relativ schnell. Oder wir könnten ja unten mal eine neue CPU reinhauen, ein bisschen upgraden, so up to date, ne?
Oh, jetzt hätte das natürlich nicht gehen. Aber doch, die kann man stacken. Passt. Ich dachte, die kann man nicht so hoch stacken. Blablabla, das haben wir, haben wir. Ja, hoffen wir aufs Beste. Ich weiß nicht, ob wir alles mit haben, aber ich denke mal schon. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Also haben wir die Advanced Circle mit. Na, egal. Haben wir die gleich mal hier rein. Die braucht man dann keinen Schwatten. Und wir müssen hier umbauen. Zwar, wir brauchen hier irgendwo eine MFSU noch. Die würde ich gern hier unten irgendwo platzieren. Achso, die laufen auch noch. Da brauchen wir Electric Ranch. Ich hoffe, die habe ich mit. Na klar, habe ich die mit. Dann kommt hier Lepak und du weg da mal. Zwar hier unten kommen dann die drei hier irgendwo hin. Das heißt, wir müssen hier mal eine kleine Stromversorgung machen. Die werden wir aber folgendermaßen machen, dass wir das in die Wand reinbauen. Aktiviert, passt 1, 2, 1. Zwei. Noch eins. Damit wir auch Wände ziehen können. So. So. Ey. Du wagst es. So. So. Und hier auch noch einmal. Zack. Na, hier ist du weg. So. Dann haben wir hier Platz. Jetzt können wir hier Wände reinziehen. Die wir natürlich nicht haben. Also Steine. Naja, Boden geht sich aus. Das wollte ich nicht. In die Höhe brauchen wir das hier noch nicht. Das muss dann, wenn dann schon an den Ecken in die Höhe. So, so, so. Vier Stück, knapp, da kann man zwei raus. Das reicht auch vollkommen. Die Wände mache ich dann offline. Bin nur kurz überlegen. Da müssen wir trotzdem noch eins zurück weiter für die Wände. Und ich wollte hier Fackeln haben. Dann sind die Fackel oben. So. Ich hoffe halt, dass sie hier oben sind. Hier habe ich immer Krimskrams drinnen. Eigentlich können wir ja die Steine jetzt schon hier reinschmeißen. Das ganze Sachen, der sortiert das eh dann alles später ein. Jetzt noch nicht, weil unten erst angeschaltet werden muss. Wo habe ich Fackeln? Ich habe keine Fackeln. Es geht aber gar nicht hier. Kohle müsste hier irgendwo sein. Genau. Und Holz habe ich hier vorne irgendwo gesehen. Da in der Kiste. So. Und so, dann haben wir hier so ein Stickes und machen uns ein paar Fackeln. Na, komm her. Können wir wieder alles reinhauen? Brauchen wir da nicht. Ich hatte Fackeln, okay. Naja, egal. So, da wird hier unsere kleine Stromversorgung reinkommen. Naja, wie gesagt, ich muss da noch eins zurück, weiter wegen der Mauer. So, dann machen wir das gleich so. Dann haben wir hier hinten schon die Mauer. So. Weg da. So. Schön ausleuchten hier. Und nach oben müssen wir dann später auch nochmal. Das können wir auch gleich machen. So. Da kommt dann auch alles dieser Stein rein. Den werde ich aber jetzt noch nicht reintun, erst offline dann. Hat der Zeit, ne? Kann ich offline machen, dann geht mir die Arbeit nicht aus. So, dann platzieren wir hier irgendwo die MFSU. Ich würde gleich sagen, hier am Anfang mal. Hier kommt Mauer, also. Hier die MFSU. Und da ist jetzt fraglich. Einmal den Mittelvolt. Hier hin. Genau. Und dann haben wir zwei MFE. Dann kommt eine MFE hier hin. Und eine hier hin. Warum und weshalb werdet ihr schon sehen? Das hat besondere Gründe, weil ich hier zwei Stromkreislaufe haben will. Damit ist immer gewährleistet, dass beide MFE gleichzeitig geladen werden. Und jetzt müssen wir hier einmal. Oh, den wollte ich nicht wegbuddeln. Da runter, zwar hier runter.
So, irgendwo müsste hier genau das Kabel runterkommen. So. So. Und jetzt Kabel hier, hier, hier. Zack, zack und zack. Und schon müsste die MFSU bzw. die zwei MFE gleich parallel geladen werden. Also die kriegen beide gleich viel Strom, weil der MV hier den Strom aufteilt. Eine ist auch hier und hier gleich viel. Das heißt, es wird nicht eine MFE schneller geladen als die andere, sondern gleich schnell. Bekommen immer gleich viel Strom. Ja. Und hier weiß ich nicht, wie wir das machen. Hier bräuchten wir noch einen MV, der direkt von oben den Strom holt. Oder wir fahren hier drüber. Das werden wir eher machen. Ein Kreislauf hier anschließen noch. Aber dazu müssen wir jetzt nochmal rauf. Wir haben jetzt zwei Hybrid-Solarzellen. Waren das nicht eigentlich drei? Okay, anscheinend nicht. So, dann schauen wir uns hier auf der Seite durch. Und wir müssen aufs Dach rauf. Weil wir hier die Solarzellen austauschen müssen. Hier kommen stärker rein, beziehungsweise wir können ja, das werden wir so machen. Einfach hier noch eine dazu machen. Warum eigentlich austauschen, wenn man dazu machen auch kann? Bringt das dann ja noch mehr Strom. Zack. So. Und so. Genau, die produzieren 8 EU und die jeweils 1 EU in der Nacht vor allem. Also da kommt schon was zusammen, ne? Ja, unsere schöne Bitcraft-Energie, Redbau-Energie, wo wir dann auch Bitcraft-Energie daraus machen könnten, so würde ich sagen. Falls sie es mal brauchen, für Pulverisierer und so. Na, mal gucken. Vielleicht machen wir das auch. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen. Jetzt haben wir hier eine ziemlich, ja, mächtige Leitung nach unten. Das sind dann am Tag 256, oder? Und noch was, ein paar Quetschstück, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, mag ich nicht rechnen. Und hier schauen wir uns eine Leitung. Da holen wir uns die raus. Das heißt, du hier hingedreht. Kabel. Dahin. Und hier kommt dann auch nochmal. Vector. Warte, hier ist die MFE. Und die kommt nach unten gedreht. Zack. Und so. Der MV, ja, transformiert das wieder runter und dann passt das wieder. Was wir haben, ist zu wenig von diesem Stein da, ne? So. Zack, zack. Da, da, da. So, und hier bräuchte man eigentlich gar nichts mehr. Da können wir einfach. So. Hier auch so. Zack. Genau. Und schon haben die wieder Strom. Siehe da, sie laufen. Und ja, hol schon den Stein und das raus, was wir hier alles reinwerfen. Zack. Genau. Die können jetzt laufen vorerst mal. Hier müsst ihr voll werden. Oder lass mal alles mal aufladen. So, die MFE wird auch geladen und dann später die MFSU. Es dauert natürlich jetzt ein bisschen, weil Nacht ist, aber es wird ja dann hoffentlich bald Tag. Und wir haben hier drei Recycler, die wir auch noch anschließen müssen. Und zwar die wollte ich hier hinschließen. 1, 2, 3. Braucht natürlich auch Strom. 3. Hier eins noch runter. Hier kommt folgendermaßen, und zwar kommt hier ein LV hin. Und links und rechts kommt Glaswasserkram. Damit wir hier wirklich schöne Stromversorgung gewährleistet haben. Und die kommt hier an die zweite MFE angeschlossen. Die Line. Wie fahren wir da am besten? Hier bitte ich einfach geradeaus da. Da fahren wir einfach eins tiefer, dann haben wir. So. Ja. Das war eins falsch, ne, weil hier kommt der hin.
dumm. Das heißt, wir müssen hier fahren, damit wir uns mit den anderen nicht im Weg kommen. So, genau. Kommen wir uns mit denen nicht ins Kreuz hier. Zack. So, dann kommst du wieder nach unten gedreht, damit man das nicht so sieht. Und oben können wir dann die FFE auslesen, steuern oder was auch immer. Das werden wir dann mal gucken, was wir damit machen. Eigentlich brauchen wir hier nicht wirklich was steuern, weil ich denke mal, wir haben genug Strom, was wir bekommen am Tag zumindest. Und auch genug Speicher. Was für unsere Recycler hier vollkommen ausreichen werden. Zack. Gut. Dann hier wieder dicht gemacht, soweit ich rankomme. Komm. Und wieder der Stein rein da. Slaps. Ich wollte Slaps haben, du Vollpfosten. Zack, zack. Hier zu. Und hier machen wir wieder Cobblestone rein. So. Und auch zu. So, dann sieht man hier eigentlich gar nichts, wie die Kabel gehen. Außer das sieht man, aber das ist ja nicht so schlimm. Da kann man dann Splitterkabel oder sowas auch reinmachen. Die werden hier brav geladen. Dauert natürlich in der Nacht jede Menge. Die haben Strom. Und die Recycler kriegen jetzt jeweils zwei Hopper drauf, damit die wirklich viel Platz haben, weil da wird der ganze überflüssige Cobblestone, der hier oben dann nicht mehr in die Kisten passt, reingeschmissen. Und zwar folgendermaßen: Wir brauchen hier. Ja, erstmal einen Cobblestone. Haben wir eh. Dann brauchen wir Diamantbulbs, 4 um genau zu sein, glaube ich, müssen es sein, und Stonebulbs. Und was wir noch brauchen, ist noch eine Kiste. Eine Eisenkiste vorerst mal, sollte auch genügen. So. Das heißt, Diamantbulb kommt hier oben hin. Hier Stein, Stein und hier wieder dreimal Diamant. Dreimal, genau. Und hier kommt dann so die Kiste, aber dann wird der da rein versuchen, ne? Ja, okay, wir können die Kiste vorzeitig auch mal oben platzieren, so als Überlauf, falls wirklich, ja, das Schlimmste passieren sollte. Haben wir einen kleinen Überlauf. Was ich aber nicht hoffe. So, dann kommt hier nach Blau, kommt Cobblestone. Hier kommt nach Schwarz Cobblestone. Hier nach Schwarz Cobblestone. Und hier nach Schwarz Cobblestone. Und sollte hier nach Schwarz kein Cobblestone mehr gehen, dann geht es automatisch in die Kiste rein. So, und alles, was übrig bleibt, soll hier drin wandern. Ganz zum Schluss dann. Und hier oben müssen wir auch mal was sagen. Das gehört fast hier abgezapft, bevor er hier reingeht, ne? Ja, genau. Machen wir so. Noch besser wäre von dort drüben. Ja, ich habe eine Idee. So, auf alle Fälle können wir hier mal kurz was in den Recycler schmeißen, was wir eh nicht brauchen. Graphit braucht kein Mensch. Was haben wir hier noch, was wir reinschmeißen können? Ach, Kupfer, scheiß drauf, braucht kein Schwein. Haben wir so viel, glaubt mir. Das tut uns gar nicht weh. So und so. Das heißt, wir fahren hier weg. Wir lassen das gleich hier aussortieren. Und zwar hier fahren wir mal drüber. Hier weg, so. Und dann nochmal entlang runter. Und den könnten wir hier auch lassen. Das passt ja als Not, falls da irgendwas drüber geht. Schmeißt er hier nochmal alles raus? Nee, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht einen Übergang? So, das heißt, hier kommt was an und nach Schwarz geht das, das, das. Und hier müssen wir noch sagen, dass da Cobblestone rein soll. So, brauchen wir mal einen Cobblestone. So. Da soll hier Cobblestone nach Rot hier. Gut, also ist mal Cobblestone voll, dann geht der Cobblestone hier entlang.